Hallo, Gamio Update 4511 installieren mit der Modulverwaltung. Wir haben hier einen Gamio Shop Version 4510 frisch installiert in diesem Video. Sie haben tendenziell noch einen 44 irgendwas, spielt aber auch keine Rolle, weil wenn wir schauen im Gamio Kundenportal beim Service Pack 4511, dann ist dieses geeignet für die Shop Versionen 440X und 4510. Wenn Sie noch eine ältere Gamio-Version einsetzen, dann müssen Sie sich da ein ZIP-Paket erstellen lassen. Auf keinen Fall dieses Service-Pack auf eine ältere Version als 440 installieren. Geht das nicht auch einfacher? Ja, mit der Modulverwaltung, ich hatte schon gesagt, falls Sie die noch nicht installiert haben. Download-Link in der Videobeschreibung, einfach die VM install.php herunterladen und via FTP-Programm in das Hauptverzeichnis Ihres Gamio-Shops laden. Bei mir ist es gamioshop.de, bei Ihnen tendenziell eher http-docs, www, public-html. Da jedenfalls, wo sich die ganzen Gamio-Dateien befinden, auch die wm-install-php-Datei hereinladen. Bei Ihnen gibt es sie normalerweise noch nicht, im Gegensatz zu mir, der dieses Video jetzt im 20. Anlauf versucht aufzunehmen und vorher schon die Datei reingeladen hatte. Installation, dann, Sie sind als Admin eingeloggt in Ihrem Shop, über irshop.de/wm-install-php einfach aufrufen, Installation starten, ganz kurz warten und anschließend sind wir auf dem Stand, den die meisten meiner Zuschauer wohl vorher schon gehabt haben, nämlich die Modulverwaltung im Gamio Admin unter Module werbemarkt.de wird sie gleich zu sehen sein hier. Achten Sie darauf, dass Sie die Version 1.09 haben, also die aktuelle. Mit der Version 1.08 lässt sich das Service Pack 4.5.1 nicht installieren. Mit der aktuellen Version hinter diesem Upload-Icon in der Reiternavigation ganz rechts, hier rechter Hand der Punkt Gamio Update. Da wählen wir die ZIP-Datei aus, die wir im Gamio Kundenportal herunterladen. Das ist ein neues Feature in Version 1.09 der Modulverwaltung. Falls diese Datei größer sein sollte als die maximale Datei-Upload-Größe. Diese Datei-Upload-Größe kommt von der PHP-Konfiguration. Das ist keine Gamio-Einstellung oder nichts Böses von mir in der Modulverwaltung, von wegen ich möchte nicht, dass Sie große Dateien hochladen. Dann besteht die Möglichkeit, die ZIP-Datei via FTP hochzuladen ins Cache-Verzeichnis. Sie benennen sie um in tmp-install.zip, also so, und laden Sie hier ins Cache-Verzeichnis. Ich mache das jetzt nicht, denn die ZIP-Datei ist kleiner als 256 MB, deshalb können wir sie einfach auswählen oder in Chrome dort hineinschieben, hochladen. Das ist dieser Teil, der nur Sekunden dauert, im Gegensatz zum äußerst langwierigen und fehleranfälligen Entpacken und manuellem Hochladen via FTP-Programm. Nochmal kurz kontrollieren. Also wir hatten hier schon 4510, Sie vermutlich, wie gesagt, 440 irgendwas. In der ZIP-Datei wurde Version 4511 gefunden. Das ist korrekt, wir erinnern uns. Wir wollen das Shop-System aktualisieren, den Responsive File Manager und die HTXS-Datei im Zweifelsfall da eine Sicherung vornehmen oder diesen Schritt dann eben händisch durchführen. In meinem Demo-Shop hier wurden an der Original-HTXS keine Änderungen vorgenommen, deshalb kann ich die einfach überschreiben. Durchführen, damit wird das ZIP-Paket auf dem Server entpackt. Und eben stand schon da, wir werden zur Gamio-Update-Routine weitergeleitet. Wählen unsere Sprache aus, geben unsere Admin-Login-Daten an und verharren der Dinge, bis die Installationsroutine ihren Job gemacht hat. Das ging fix, obligatorisch. Nach der Update-Installation erstmal die Funktionalität des Shops testen. Die obligatorische Frage, soll man dieses Update installieren, soll man jetzt schon auf 4.5.1 aktualisieren? Wie immer die Antwort, schauen Sie in die Release Notes, ist da was Spannendes für Sie dabei, eine Funktion, ein Feature, auf das Sie schon lange gewartet haben, dann sollte man das ruhig mal im Testshop ausprobieren. In den Live-Shop gehört das nicht ohne Sicherung, nicht ohne, dass Sie genau wissen, was Sie tun, denn die erste Zahl, die Nebenversionsnummer, also bei 4.5.1 die 5, ist ungerade, das heißt, es handelt sich um eine Feature-Version im Gegensatz zur stabilen Version, bei der die Nebenversionsnummer gerade ist.
Also 4.6 wird die nächste stabile Gamio-Version. Und ich hatte schon in der Weihnachtsansprache erwähnt, die Facebook-Anbindung ist leider noch nicht enthalten in 4.5.1.1. Wir warten, also Gamio wartet auf die Freigabe durch Facebook. Was ich Ihnen aber noch empfehlen kann, es wurde gesagt, die 4.5.1 sei deutlich schneller als die Gamio-Version 4.4, also mehr Performance, geringere Ladezeit. Ist für mich immer interessant, weil Ladezeitoptimierung, damit schwebt Ihr Shop sowieso in anderen Sphären, was die Ladezeit angeht. Aber ich schaue es mir trotzdem gerne mal an, beziehungsweise habe es mir angeschaut in dem Video, was Ihnen hier vorgeschlagen wird.